Das Bootcamp ist für die MVB und auch für die gesamte Branche eine sehr, sehr wichtige Veranstaltung. Sie hat sich in den letzten 2 Jahren zu einem wichtigen Impulsgeber für die Branche auf dem Weg in das digitale Zeitalter entwickelt. Und von dem Bootcamp kommen immer neue Ideen, Denkanstöße, aber auch sehr viel Kommunikation und Abstimmung der Branchenteilnehmer untereinander. Ich glaube schon, dass das Bootcamp so eine Art Stimmungsindikator, Stimmungsbarometer für die Branche ist. Und wir können genau das jetzt auch erkennen. Die Stimmung auf den letzten beiden Bootcamps war immer sehr optimistisch, zukunftsorientiert, hat das Thema elektronische Medien, Medienwandel als Chance begriffen. Und diese Euphorie und diese positive Grundstimmung steckt jetzt auch die ganze Branche an. Und wir sehen heute, dass die Branche den ganzen E-Themen deutlich positiver gegenübersteht, optimistischer gegenübersteht als noch vor 2 oder 3 Jahren. Ich halte relativ wenig von einem Amazon-Bashing. Amazon ist ein Marktteilnehmer der Buchbranche mit Stärken, Schwächen und auch Fehlern, natürlich. Das muss auch offen angesprochen werden. Aber auf der anderen Seite muss der Fokus darauf liegen, dass man Alternativen schafft, wenn man sie denn schaffen will, und Kundennutzen besser erfüllt, als Amazon das in vielen Bereichen tut. Und ich glaube, da ist eine große Chance für den Rest der Branche und darauf sollten sich die Diskussionen noch konzentrieren. Ich glaube, diese Entwicklung ist genau die richtige. Das ist die, die wir mit dem Miro angefangen haben, wobei das Gerät an sich vollkommen sekundär ist. Wichtig ist, dass ein offener Standard geschaffen wird, der von der gesamten Branche akzeptiert und vermarktet wird. Dann kann ein Gegengewicht zu dem heute schon relativ starken Kindle-System geschaffen werden. Und der Fokus muss eben auf der Offenheit liegen, muss darauf liegen, dass auch jeder kleinste Buchhändler daran teilnimmt und Werbung macht, Vertrieb macht für diesen möglicherweise neuen Branchenstandard.